meine Herren Richter. Die von der amerikanischen Delegation durch Dr. Kempner vorgetragene Anklage hat dem Angeklagten Frick zur Last gelegt, strafbare Handlungen nach Artikel 6, Buchstaben A, B und C des Statuts. Ich möchte zunächst eingehen auf das Problem, ob Artikel 6 des Statuts mit seiner Aufzählung strafbarer Tatbestände anzusehen ist als die maßgebliche Norm des materiellen Strafrechts, aus der sich dann in einer für das Gericht verbindlichen und nicht nachprüfbaren Weise ergeben würde, welche Handlungen als strafbar anzusehen sind, oder ob Artikel 6 des Statuts eine prozessuale Regelung trifft über die Zuständigkeit dieses Gerichtshofs für bestimmte Tatbestände. Die just a moment. Perhaps it'd be for the convenience of the interpreters if I say that we might, as it's now nearly 2:30, sit without a break until 4:00 when we rise. Go on, Dr. Bennett. Die letztere Auffassung ist im Sachvortrag der Anklage berührt worden durch den Hinweis des Herrn britischen Hauptanklagevertreters Sir Hartley Shawcross, dass Artikel 6 des Statuts im Verfahren des internationalen Strafrechts eine Lücke ausfülle, dass aber das materielle Strafrecht, das auf die Angeklagten anzuwenden ist, schon vorher normiert worden sei durch positive Gesetze. Entsprechend ist auch Teil 2 des Statuts, der mit dem Artikel 6 anfängt, überschrieben, Zuständigkeit und allgemeine Grundsätze. Und es lässt sich daraus herleiten, dass Artikel 6 eine Regelung geben will über die prozessuale Zuständigkeit dieses Gerichtshofs für bestimmte Gruppen von Verbrechen. Die Ausführungen von Sir Hartley Shawcross richteten sich gegen den Einwand, dass es unzulässig sei und einem grundlegenden Rechtsprinzip widerspreche, jemanden zu bestrafen für eine Tat, die noch nicht verboten war zur Zeit ihrer Begehung. Ein Einwand, der zur Grundlage hat die Auffassung, dass das Statut neues materielles Strafrecht geschaffen habe mit rückwirkender Kraft. Es ist zu prüfen, ob das Verbot der Rückwirkung von Strafgesetzen ein so wichtiges Rechtsprinzip ist, dass es nicht verletzt werden sollte. Ich brauche vor diesem Gericht nicht die Gründe darzulegen, aus denen dieses Rechtsprinzip allgemeine Anerkennung gefunden hat, in allen Kulturstaaten, als Voraussetzung und als ein grundlegendes Gebot der Gerechtigkeit. Die Anklage hat demgegenüber in ihrem Vortrag den Angeklagten vorgehalten, dass sie selbst sich fortlaufend hinweggesetzt hätten über Recht und Gerechtigkeit. Und sie hat daraus die Folgerung gezogen, dass die Angeklagten dieses Prozesses sich auf ein solches Rechtsprinzip nicht berufen könnten. Ich glaube jedoch nicht, dass ein solches Argument entscheidend sein kann in diesem Gerichtsverfahren. Die Anklage hat die noch weitergehende Frage verneint, ob es nicht richtiger gewesen wäre, Gleiches mit Gleichem zu vergelten und den Angeklagten dieses Prozesses überhaupt keine Möglichkeit zu geben, sich zu verteidigen in einem geordneten gerichtlichen Verfahren. Eine solche Haltung, einfach die Macht des Siegers anzuwenden auf die Angeklagten, ist aber bewusst nicht eingenommen worden von den Signatarmächten aus Gründen, die die Anklagevertretung im Einzelnen vorgetragen hat. Sir Hartley Shawcross hat im Gegenteil an das Gericht appelliert mit der Bitte, in diesem Verfahren anzuwenden, ich zitiere, die unbestrittenen Grundsätze des internationalen Gebrauches. Ende des Zitates. Wenn aber in solcher Weise verfahren werden soll, dann muss auch eine Prüfung nach den gleichen Rechtsprinzipien erfolgen, hinsichtlich der Frage, ob die den Angeklagten zur Last gelegten Handlungen als Verbrechen anzusehen sind, für die eine Bestrafung möglich ist, nach den anerkannten Grundsätzen des internationalen Gebrauches. Es bedeutet kein Argument nach diesen Grundsätzen, wenn die Anwendung eines so fundamentalen Rechtssatzes, wie es das Verbot der Rückwirkung von Strafgesetzen ist, in seiner Anwendung abhängig gemacht werden soll davon, ob die Angeklagten selbst sich um Recht und Gerechtigkeit gekümmert haben oder nicht. Die Entscheidung der Signatarmächte aufgrund wohlerwogener Überlegungen,
das Verhalten der Angeklagten einer rechtlichen Prüfung zu unterziehen, in einem geordneten Gerichtsverfahren und unter Beachtung aller Rechtsprinzipien des internationalen Gebrauches, bedeutet also nicht nur die Einhaltung eines gerichtlichen Verfahrens, ausgestattet mit allen Sicherungen einer fairen Verhandlung. Dieser Entschluss der Signatarmächte bedeutet auch die Beachtung der fundamentalen Prinzipien einer materiellen Rechtsgarantie, und zu diesen Prinzipien gehört das Verbot der Rückwirkung von Strafgesetzen. Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass die Anordnung einer rückwirkenden Geltung von Strafgesetzen, als sie durch die nationalsozialistische Regierung angeordnet wurde, für bestimmte Einzelfälle, auf die Dr. Stamer bereits zurückgekommen ist, Entsetzen erregt hat in der ganzen Kulturwelt. Damals ist die Verletzung eines solchen Rechtsprinzips allgemein verurteilt worden als ein bedenklicher Kulturrückschritt. Ich bitte ferner das Gericht, sich daran zu erinnern, dass die Besatzungsmächte als eine der ersten Maßnahmen zur Befreiung von nationalsozialistischem Rechtsmissbrauch die Gesetze für kraftlos erklärt haben, die eine Rückwirkung auf dem Gebiete des materiellen Strafrechts angeordnet hatten. Ich glaube, dass bei dieser Sachlage wesentliche Gründe dafür sprechen, Artikel 6 des Statuts entsprechend seiner Überschrift anzusehen, als eine Regelung über die Zuständigkeit dieses Gerichtshofes. Zumal die Signatarmächte schon in so eindringlicher Weise sich eingesetzt haben, für eine strikte und ausnahmslose Wiederbeachtung des Verbots der Rückwirkung von Strafgesetzen. Bei einer solchen Auslegung, dass Artikel 6 die Zuständigkeit dieses Gerichts bestimmt, wäre es Sache des Gerichts, in eigener Prüfung nicht nur zu entscheiden, ob der zur Anklage gestellte Sachverhalt erwiesen ist, sondern auch die Rechtsfrage zu klären, ob für die Tatbestände der Anklage in jedem Falle ein Gesetz des materiellen Strafrechts besteht, das eine Bestrafung ermöglicht. Ein solches Zurückgehen auf die Bestimmungen des materiellen Strafrechts, das zur Zeit der Tat galt, bedeutet nicht, dass es unmöglich wäre, die Angeklagten zur Rechenschaft zu ziehen vor diesem Gerichtshof für Straftaten, die unter allen Umständen strafwürdig sind. Aber es ergeben sich dadurch eine Reihe von Einschränkungen, die jedoch nach Auffassung der Verteidigung besser hingenommen werden, als dass ein so wesentliches Prinzip einer gerechten Behandlung verletzt wird, wie es das Verbot der Rückwirkung von Strafgesetzen ist. Ich vertrete also die Auffassung, dass es durchaus möglich ist und mit der Notwendigkeit einer gerechten Sühne für wirkliche Kriegsverbrechen nicht in Widerspruch steht, Artikel 6 des Statuts entsprechend seiner Überschrift auszulegen als eine Regelung über die prozessuale Zuständigkeit dieses Gerichtshofs, nicht aber als neues materielles Strafgesetz. Die nächsten Ausführungen befassen sich sodann mit der Conspiracy, die jedoch von Dr. Stamer schon so weit behandelt ist, dass ich diese Seiten überschlagen kann. Ich fahre dann auf Seite 7 fort mit der Zusammenfassung. Das Statut zwingt nicht zu der Auslegung, dass ein Angeklagter auch für solche Ausführungshandlungen haftet, die über seine Beteiligung an gemeinschaftlichen Plänen hinausgehen. Die Formulierung des Statuts in Ausführung eines gemeinschaftlichen Planes widerspricht nicht einer Auslegung, dass das Statut eine Haftung normiere für Ausführungshandlungen, die sich im Rahmen des besprochenen Planes gehalten haben. In einem solchen Umfang entspricht die Annahme einer Haftung für die Handlungen anderer einem Gebot der Gerechtigkeit. Darüber hinaus würde sie wesentliche Rechtsprinzipien verletzen. Die Verteidigung vertritt deshalb die Auffassung, dass bei Handlungen anderer, für die ein Angeklagter haften soll, nicht verzichtet werden darf auf den Nachweis, dass diese Handlungen in der Art ihrer Ausführungen dem Vorsatz des Angeklagten entsprochen haben. Um ein Beispiel anzuführen: Die Beteiligung eines Angeklagten an der Aufrüstung entgegen den Bestimmungen des Versailler Vertrages rechtfertigt noch nicht die Annahme,
dass dieser Angeklagte auch den Angriffskrieg gewollt hat. Den andere später geplant haben, in weiterer Ausgestaltung des Planes der Wehrhaftmachung des deutschen Volkes. Ich möchte mich nun den einzelnen Gruppen von Verbrechen zuwenden, die dem Angeklagten Frick zur Last gelegt werden. Und zwar als erstes der Behauptung der Anklage, dass der Angeklagte sich beteiligt habe an der Planung und Vorbereitung von Angriffskriegen. Hinsichtlich des Problems, ob der Angriffskrieg ein kriminelles Delikt ist, nach der Rechtsauffassung der in Frage kommenden Zeitepoche, nehme ich zur Vermeidung von Wiederholungen Bezug auf die Ausführungen von Professor Jahreis, denen ich mich für den Angeklagten Frick anschließe. Aufgrund dieser überzeugenden Ausführungen besteht nur eine Möglichkeit, die Mitwirkung bei einem Angriffskrieg zu bestrafen als ein kriminelles Delikt, das von einzelnen Personen begangen werden kann, wenn nämlich entgegen den Ausführungen von Sir Hartley Shawcross das Statut angewandt wird als eine Norm des materiellen Strafrechts, das mit rückwirkender Kraft und erstmalig den Angriffskrieg formuliert hat als ein kriminelles Delikt einzelner Personen. Von der anderen Auffassung aus, die Artikel 6 des Statuts als eine prozessuale Regelung ansieht über die Zuständigkeit dieses Gerichtshofes, ist nach Auffassung der Verteidigung die Folgerung zwingend, dass zwar das Gericht für zuständig erklärt worden ist zur Entscheidung über Verbrechen gegen den Frieden, dass insoweit aber nicht eine kriminelle Schuld der einzelnen Angeklagten bewiesen ist, weil dafür eine Voraussetzung fehlt, nämlich die Möglichkeit festzustellen, dass die Angeklagten gegen eine Norm des allgemeingültigen internationalen Gebrauches verstoßen haben oder eine Norm des nationalen Rechts, das zu ihrer Zeit den Angriffskrieg gekennzeichnet und für strafbar erklärt hat, als ein Verbrechen, dessen sie ein Einzelner schuldig machen könne. Die Staatsmänner haben es nun einmal versäumt, in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen entsprechende Bestimmungen aufzustellen, von allgemeiner Geltung, durch die hätte klargestellt werden können, dass jeder Einzelne mit einem Strick um den Hals herumläuft, der nach dem ersten furchtbaren Völkermorden einen zweiten Weltkrieg organisieren würde. Die Ausführungen der Anklage, dass derartige Bestimmungen des internationalen Rechts notwendig sind, erscheinen absolut überzeugend. Aber es kann nichts darüber hinwegtäuschen, dass solche Bestimmungen von den damaligen Staatsmännern trotzdem nicht rechtzeitig geschaffen worden sind. Nachträglich und zugeschnitten auf einen Spezialfall kann eine fehlende Rechtsnorm nicht ersetzt werden durch eine Verfahrensordnung oder den Urteilsspruch eines Gerichtes, dessen Aufgabe die Anwendung des allgemeinen Rechts ist, nicht aber seine Schöpfung für einen einmaligen Spezialfall. Ich habe mich nun den tatsächlichen Behauptungen der Anklage zuzuwenden, hinsichtlich einer Teilnahme des Angeklagten Frick an der Planung und Vorbereitung von Angriffskriegen. Eine solche Tätigkeit sieht die Anklage schon in der frühesten Mitarbeit Fricks für die Partei, die er fortsetzte bis zum Jahre 1933, um Hitler zur Macht zu bringen. In gleicher Weise wertet die Anklage die spätere Tätigkeit Fricks nach der Übernahme der Regierung durch Hitler, als er mitwirkte, die Macht der Partei und ihrer Führung zu festigen durch innerpolitische Maßnahmen, speziell durch seine Beteiligung an den gesetzlichen Maßnahmen, durch die eine Wehrmacht geschaffen wurde, und schließlich seine Mitwirkung bei Maßnahmen, durch die direkte Vorbereitungen getroffen wurden für den Fall eines Krieges. Ausgehend von der Auffassung, dass strafrechtlich von Bedeutung ist, nur eine vorsätzliche Beteiligung des Angeklagten an der Vorbereitung des Angriffskrieges, habe ich nun einzugehen auf die Frage, ob die Anklage den Nachweis geführt hat, dass Frick seine Mitwirkung bei der Förderung der Partei und ihrer Ziele erkannt und gewollt hat als Kriegsvorbereitung. Ob er also den Krieg selbst vorsätzlich gefördert hat. In diesem Zusammenhang hat die Anklage die Behauptung aufgestellt, dass Hitler und seine Partei von Anfang an offenkundig das Ziel verfolgt hätten, eine Änderung der außenpolitischen Situation Deutschlands durch einen Krieg herbeizuführen. Aufgrund dieser Behauptung hat die Anklage ausgeführt,
dass es keines speziellen Beweises bedürfe, dass jeder der Angeklagten mit der Förderung Hitlers und seiner Partei auch bewusst mitgewirkt habe an der Vorbereitung von Angriffskriegen. Zum Nachweis dafür, dass Hitler mit seiner Partei von Anfang an den Angriffskrieg geplant hat, bezieht sich die Anklage auf das Parteiprogramm, das als eines der Ziele der Partei die Beseitigung des Versailler Vertrages nennt. Mit keinem Wort ist aber im Parteiprogramm gesagt, dass ein solches Ziel erreicht werden sollte mit der Gewalt der Waffen. Aus dem Parteiprogramm lässt sich, wie unter anderem auch die Vernehmung des Angeklagten von Neurath ergeben hat, nicht beweisen eine von Anfang an bestehende Absicht des Angriffskrieges. Nichts anderes ergibt sich aus sonstigen offiziellen Verlautbarungen der Partei aus der Zeit vor dem Regierungsantritt Hitlers. Da die Partei aufgrund ihrer offiziellen Verlautbarungen die Absicht nicht erkennen ließ, Revision des Versailler Vertrages zu erzwingen mit der Gewalt der Waffen, ist sie deshalb auch vor dem Jahr 1933 schon außerhalb des Reichsgebietes zugelassen worden, wie beispielsweise im Jahr 1930 in Danzig mit Zustimmung des damaligen Hohen Völkerbundskommissars und des polnischen Generalresidenten. Seit der Zeit seines Regierungsantritts am 30. Januar 1933 hat sodann Hitler als verantwortlicher Chef eine ganz eindeutige Haltung eingenommen hinsichtlich seiner außenpolitischen Wege und Ziele, und zwar gleicherweise in offiziellen Reden und Gesprächen wie in privaten Unterhaltungen. Immer gleichbleibend und bei jeder sich bietenden Gelegenheit hat er seit seinem Regierungsantritt seinen unbedingten Willen zum Frieden betont und seinen Abscheu vor dem Kriege, und er hat diese Haltung stets mit überzeugenden Gründen verteidigt. Immer wieder hat er erklärt, dass er bestimmte Revisionen des Versailler Vertrages nur mit friedlichen Mitteln zu erreichen gewillt sei. Ich brauche die entsprechenden Zitate aus den Reden Hitlers nicht zu wiederholen, die bereits von der Anklage verlesen sind, zum Beweise, in welcher Weise Hitler die Welt und das Volk, das er regiert hat, getäuscht hat mit seinen Friedensreden. Die Welt, das deutsche Volk eingeschlossen, hat die Erklärung Hitlers ernst genommen, die er als verantwortlicher Regierungschef immer wieder abgab. Warnende Stimmen, die schon früh überzeugt waren, dass Hitler den Krieg wollte, sind demgegenüber in der ganzen Welt in einer hoffnungslosen Minderheit geblieben. Auf diesen Glauben der Welt, die die Friedensbeteuerung Hitlers ernst nahm, hat auch die Anklage wiederholt hingewiesen. Und der beste Beweis für die Friedenstäuschung auch der fremden Staatsmänner, die ebenfalls das Parteiprogramm kannten, ist wohl die Tatsache, dass diese Staatsmänner die Rüstung so sehr vernachlässigt haben gegen den Angriffskrieg Hitlers, an den in Deutschland und in der Welt ernstlich niemand glauben wollte, der nicht unmittelbar in die geheimen Pläne Hitlers eingeweiht war. Mit dem Parteiprogramm und mit einzelnen wilden Reden, die vor dem Jahr 1933 in der Zeit der parlamentarischen Opposition gehalten wurden, lässt sich also nicht eine kontinuierliche Vorbereitung des Angriffskrieges seit den 20er Jahren beweisen, angeblich erkennbar für jeden, der das Parteiprogramm in die Hand nahm. Die Anklage behauptet nun weiter: Wenn die Kriegsabsichten nicht allgemein erkennbar gewesen seien, so habe doch für den Angeklagten Frick die Absicht Hitlers, den Angriffskrieg vorzubereiten, klar sein müssen, aufgrund der Aufgaben, die er seit dem 30. Januar 1933 zu erfüllen hatte, in seiner Eigenschaft als Reichsminister des Innern. Diese Tätigkeit schloss in sich Maßnahmen zur Festigung der innerpolitischen Macht Hitlers und seiner Partei. Und die Anklage hat in diesem Zusammenhang hingewiesen auf die Mitwirkung Fricks bei den gesetzlichen Anordnungen, durch die im Parlament und im Lande die Opposition gegen das Regierungssystem Hitlers zerschlagen wurde. Ferner die gesetzlichen Maßnahmen, durch die eine echte Selbstverwaltung in den Städten und Gemeinden beseitigt wurde. Gesetzliche und verwaltungsmäßige Anordnungen weiter, durch die die Gegner des nationalsozialistischen Systems von der Teilnahme an den Staatsgeschäften und dem wirtschaftlichen Leben ausgeschlossen wurden. Die Anklage hat darauf hingewiesen, dass ohne diese Maßnahmen Hitler einen neuen Krieg nicht hätte führen können, für dessen erfolgversprechenden Beginn die vollständige Zerschlagung der Opposition im Lande eine notwendige Voraussetzung gewesen sei und die Aufrichtung einer absoluten Diktatur Hitlers.
Aber bei allen diesen Maßnahmen, die ich genannt habe, fehlt doch eine unmittelbare Verbindung zur Vorbereitung eines Krieges. Denn diese Maßnahmen hatten auch Sinn und Bedeutung, ohne Verbindung mit einem späteren Krieg, als Aktionen einer nationalsozialistischen Innenpolitik. Und es ist nicht erwiesen, dass darüber hinaus der Angeklagte Frick über weitergehende Pläne Hitlers unterrichtet war, nämlich nach einer Festigung der Macht im Innern, außenpolitische Ziele der Partei nicht mit friedlichen Mitteln zu verfolgen, sondern durch einen Krieg zu erzwingen. Mit der rückschauenden Feststellung, dass die Festigung der innerpolitischen Macht für Hitler eine Voraussetzung war, für seine später bekannt gewordenen Kriegsabsichten, ist also nichts gewonnen, wenn nicht der Nachweis hinzukommt, dass Hitler die innerpolitische Macht von Anfang an nur als eine Vorstufe zur Führung von Kriegen erstrebt und Frick dies erkannt hat, als er sich an den ihm zur Last gelegten innerpolitischen Maßnahmen beteiligte. Sonst unterliegen sie als rein innerpolitische Maßnahmen nicht einer Gerichtsbarkeit durch dieses Gericht entsprechend den Bestimmungen des Statuts. Ein derartiger Nachweis fehlt aber, und es ist viel eher anzunehmen, dass Frick als ein typischer Beamter der Innenpolitik seine Maßnahmen angesehen hat als durchaus selbstständige Aktionen, die nichts zu tun haben sollten mit außenpolitischen Gewaltlösungen. Eine andere Beurteilung der Sachlage ergibt sich auch nicht aus den Maßnahmen, die unmittelbar die Wiederaufrüstung Deutschlands betrafen, also die Wiedereinführung der allgemeinen Wehrpflicht und die Besetzung der entmilitarisierten Zone des Rheinlandes. In seiner Eigenschaft als Reichsminister des Innern hat Frick die Verordnungen der zivilen Verwaltung erlassen zur Erfassung der Wehrpflicht dienen. Und er hat daher auch das Wehrgesetz selbst mit unterzeichnet. Aber auch diese Maßnahmen waren nicht aus sich heraus als Vorbereitungen eines Angriffskrieges zu erkennen. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht und die Übernahme der Wehrhoheit über das entmilitarisierte Gebiet im Westen sind von Hitler selbst begründet worden, vor seinen Mitarbeitern und vor der Weltöffentlichkeit mit Argumenten, deren Berechtigung damals weitgehend anerkannt worden ist. Und auch zahlreiche ausländische Staatsmänner haben, nachdem der erste Schreck vorüber war, den wohlbegründeten Friedensbeteuerungen Hitlers noch geglaubt und die Auffassung vertreten, dass für kriegerische Absichten Hitlers kein Grund zu ernster Sorge gegeben sei. Gewiss hat Hitler selbst am 23. November 1939 vor den Oberbefehlshabern erklärt, Dokument 789 PS, USA Exhibit 23, dass er die Wehrmacht geschaffen habe, um mit ihr Krieg zu führen. Aber diese Absicht hat Hitler vorher geschickt durch eine andere Begründung verdeckt, die ihm damals noch geglaubt wurde, im Inlande und im Auslande. Und, wie die Beweisaufnahme ergeben hat, auch von den Mitarbeitern im eigenen Kabinett, die nicht in seine geheimen Pläne eingeweiht waren. So kommt es, dass mehrere der Angeklagten sich darauf berufen haben, dass sie zwar die Wiederherstellung einer deutschen Wehrmacht billigten, auch gegen die Bestimmungen des Versailler Vertrages, dass sie aber nicht den Krieg wollten und ihre Mitwirkung auch nicht angesehen haben als eine Beteiligung an der Planung von Angriffskriegen. Hinsichtlich des Angeklagten Frick ist nach Auffassung der Verteidigung der Beweis nicht geführt, dass Hitler ihn von seinen Kriegsplänen unterrichtet hat. Und deshalb kann auch seine Mitwirkung bei den Maßnahmen zur Wiederherstellung an der deutschen Wehrmacht ihm nicht zur Last gelegt werden als vorsätzliche Mitwirkung bei der Planung von Angriffskriegen. Ähnlich liegt die Situation bei der Tätigkeit des Angeklagten, die Zivilwahl eines möglichen Krieges. Eine Aufgabe, die dem Angeklagten unter der Bezeichnung Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung übertragen wurde, durch das Zweite Reichsverteidigungsgesetz vom 4.9.38. Ich darf noch einmal darauf hinweisen, dass durch dieses Zweite Reichsverteidigungsgesetz vom 4.9.38 die Position des Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung erst geschaffen wurde, die also in dem Ersten Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935 noch nicht enthalten war. Zwar gab es schon lange Zeit vorher, und zwar schon vor dem Jahr 1933, Besprechungen von Ministerialreferenten über das Thema Reichsverteidigung, die seit dem Jahr 1933 unter dem Namen Reichsverteidigungsausschuss zusammenkamen
in unregelmäßigen Zeitabschnitten, wie sich aus Dokumenten ergibt, die die Anklage vorgelegt hat. Diese Besprechungen hatten nichts zu tun mit einer Verabredung zum Angriffskrieg. Sie behandeln allgemeine Fragen der Reichsverteidigung, wie sie auch in anderen Ländern üblich sind. Durch das erste Reichsverteidigungsgesetz vom 21. Mai 1935 ist sodann die Organisation der Reichsverteidigung straffer zusammengefasst worden, insbesondere durch die Bestellung eines Generalbevollmächtigten für die Kriegswirtschaft. Und der Angeklagte Schacht hat bereits bei seiner Vernehmung im Einzelnen dargelegt, dass diese Position nicht der Vorbereitung eines Angriffskrieges dienen sollte, nach den Aufgaben und Anweisungen, wie sie im ersten Reichsverteidigungsgesetz sich finden, sondern der Einrichtung der Wirtschaft auf die Verteidigung für den Fall eines möglichen Angriffskrieges durch andere Staaten. Nicht anders steht es mit der Position des Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung, wie sie durch das zweite Reichsverteidigungsgesetz vom 4.9.38 geschaffen wurde, die dem Angeklagten Frick übertragen war, aufgrund seiner Stellung als Reichsminister des Innern. Diese Position bedeutete die zusammenfassende Einrichtung der gesamten zivilen Verwaltung für Zwecke der Reichsverteidigung. Mag nun auch Hitler selbst nach den Urkunden, die vor diesem Gericht vorgelegt sind, zur Zeit, als er das zweite Reichsverteidigungsgesetz veranlasste, bereits den Krieg gewollt haben, so ist doch für die Verteidigung des Angeklagten erheblich, ob Frick zu der damaligen Zeit die aggressiven Absichten Hitlers erkennen konnte, aus dem Gesetz selbst und seinen Vorarbeiten oder aus sonstigen Unterlagen oder Informationen, die ihm damals mitgeteilt wurden. Das Gesetz selbst lässt nicht die Absicht Hitlers erkennen, es als ein Instrument der Vorbereitung des Angriffskrieges zu verwenden auf den Gebieten des zivilen Lebens. Die Art der Aufgaben, die dem Angeklagten Frick gestellt worden sind, in seiner Eigenschaft als Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung, betrafen lediglich eine Konzentrierung der inneren Verwaltung Deutschlands für den Fall irgendeines möglichen Krieges oder einer Kriegsdrohung. Und, wie ich einschiebe, nichts anderes ergibt sich auch aus dem nachträglich vorgelegten Dokument 3787 PS, USA Exhibit Nummer 782. Die Ausdrucksweise des Gesetzes ist so, dass immer nur die Rede ist von einer Verteidigung des Reiches im Falle eines Krieges. Das Gesetz spricht von Verteidigungszustand und nennt den Fall einer überraschenden Bedrohung des Reichsgebietes, bei dessen Eintritt bestimmte Maßnahmen getroffen werden mussten. Dagegen lässt das Gesetz nicht erkennen, durch irgendeinen Hinweis, entsprechend dem wiederholt erörterten Grundsatz Hitlers, der strikte auch gegenüber seinen nächsten Mitarbeitern durchgeführt wurde, niemand von seinen Plänen mehr wissen zu lassen, als der Betreffende wissen musste für seine eigenen Arbeiten. Und entsprechend diesem Grundsatz ist auch nicht anzunehmen und keinesfalls bewiesen, dass bei dem Auftrag für dieses Gesetz an das Innenministerium irgendetwas anderes mitgeteilt worden ist, als die Notwendigkeit, gegen eine überraschende Bedrohung des Reichsgebietes durch den möglichen Angriff anderer Staaten Vorsorge zu treffen, durch eine für diesen Fall vorgesehene Konzentrierung der Kräfte der inneren Verwaltung des Landes. Ich brauche nicht eingehend darzulegen, dass eine solche Maßnahme nicht als vorsätzliche Vorbereitung eines Angriffskrieges gewertet werden kann, wenn sie den zuständigen Stellen der inneren Verwaltung als notwendig erklärt worden ist für die Verteidigung des Reiches gegen den drohenden Angriff eines anderen Staates, den Hitler sehr geschickt vorzutäuschen verstand allen denen, die seine geheimen Pläne nicht zu kennen brauchten und die trotzdem seine Rüstung und die von ihm befohlene Einrichtung des Staates auf den Kriegsfall verstehen sollten. Ich habe mich nun kurz zu befassen mit einigen weiteren Dokumenten, die die Tätigkeit des Angeklagten Frick zum Gegenstand haben als Generalbevollmächtigter für die Reichsverwaltung. Frick hat in einer Rede vom 7.3.1940 sich über diese Stellung ausgesprochen. Dokument 2606 PS, USA Exhibit 714. Und erklärt, dass die planmäßige Vorbereitung der Verwaltung für den möglichen Fall eines Krieges schon während des Friedens erfolgt sei, durch die Bestellung eines Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung. Diese Rede bestätigt also nur, was sich schon aus dem Text des Gesetzes ergibt.
Genauso verhält es sich mit dem Dokument 2986 PS, USA Exhibit 409. Einem Affidavit des Angeklagten, das das Gleiche besagt. Die Position des Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung lässt sich deshalb auch nicht zusammen mit der Bestellung eines Generalbevollmächtigten für die Wirtschaft und der Stellung des Chefs OKW nach diesem Gesetz bezeichnen als die eines Triumvirates für die Regierungsbefugnisse in Deutschland. Von einer Regierung durch ein solches Triumvirat ist in und außerhalb Deutschlands niemals etwas bekannt geworden. Und auch der Zeuge Lammers hat auf die absolut untergeordneten Aufgaben hingewiesen, die durch diese Personen im Wege von Verordnungen erledigt worden sind, Aufgaben, die mit der Vorbereitung eines Angriffskriegs nichts zu tun hat. Ein anderes Tätigkeitsgebiet des Angeklagten wird von der Anklage ebenfalls gewertet als Teilnahme an der Vorbereitung zum Angriffskrieg, nämlich die Arbeit Fricks für den Verein für das Deutschtum im Ausland. Ich verweise auf die Dokumente Frick Exhibit Nummer 4 und 3258 PS, das letztere vorgelegt als GB262. Beide Dokumente ergeben, dass Frick den genannten Verein als einen Zusammenschluss zur Pflege kultureller Beziehungen der Deutschen im Ausland unterstützt und dessen kulturelle Bestrebungen gefördert hat. Die Dokumente ergeben aber nicht, dass Frick irgendeine Tätigkeit entfaltet hat zur Förderung der Ziele einer sogenannten fünften Kolonne im Ausland. Ein weiteres Dokument, aus dem die Anklage eine Billigung der Politik des Angriffskrieges durch Frick entnommen hat, ist das Affidavit von Messerschmitt, 2385 PS, UXA Exhibit 68. Dieses Affidavit ist von mehreren Angeklagten als fehlerhaft bezeichnet worden und insbesondere der Angeklagte Schacht hat bei seiner Vernehmung den Beweis geführt, dass es überhaupt nicht richtig sein kann in wesentlichen Punkten. Die Anklage hat den Zeugen nicht zum Kreuzfeuer stellen können. Gegen eine Verwertung des Affidavits erhebe ich für Frick Einspruch, zumal eine zusätzliche aufklärende Befragung des Zeugen durch schriftliche Fragebogen nur zu dem Ergebnis geführt hat, dass der Zeuge mit allgemeinen Redewendungen eine konkrete Beantwortung der ihm gestellten Fragen umgangen hat. Die Beantwortung des Fragebogens zeigt deutlich genug, dass Messerschmitt konkrete Angaben gar nicht machen kann und offenbar in seinem Affidavit sich über sein Erinnerungsvermögen selbst erheblich getäuscht hat. Ich glaube nicht, dass sein im wesentlichen Punkten widerlegtes Affidavit für ein gerichtliches Urteil verwertet werden kann. Zu dem Thema, ob der Angeklagte Frick sich an einer bewussten Vorbereitung des Angriffskrieges beteiligt habe, hat die Anklage weiter vorgelegt das Dokument D44, USA Exhibit Nummer 428. Aus diesem Dokument ergibt sich, dass das Reichsministerium des Innern im Jahr 1933 eine Anweisung gegeben haben soll, amtliche Veröffentlichungen nicht in einer Form abzufassen, die dem Auslande Gelegenheit geben könnte, einen Verstoß gegen den Versailler Vertrag aus den Veröffentlichungen zu entnehmen. Das Dokument lässt nicht erkennen, ob mit den Weisungen tatsächliche Vertragsverletzungen verdeckt werden sollten oder ob es sich darum handelte, nur den Anschein von Vertragsverletzungen zu vermeiden. Ähnlich liegt das Problem bei dem Dokument 1850 PS, USA Exhibit 742. Es handelt sich dabei um eine Niederschrift über eine Besprechung zwischen der Führung der SA und dem Reichswehrminister, der der SA im Jahr 1933 den Vorschlag machte, Haushaltsmittel des Reiches zur militärischen Ausbildung der SA durch das Reichsministerium des Innern festsetzen zu lassen. Das Dokument lässt nicht erkennen, wie sich das Reichsministerium des Innern zu diesem Vorschlag verhalten hat. Und wenn es ihn angenommen hätte, würde es wiederum nicht mehr beweisen, als dass das Reichsministerium des Innern die Wiederherstellung einer deutschen Wehrmacht gefördert hat, eine Tatsache, die ohnehin bewiesen ist. Alle diese Dokumente erbringen also nicht den Beweis, dass der Angeklagte Frick die Maßnahmen als Vorbereitung zum Angriffskrieg erkannt hat, die Hitler als für die Verteidigung des Reiches notwendig anordnete. Während des Krieges, im Jahr 1941, wenige Tage vor dem Beginn des Krieges mit der Sowjetunion, hat allerdings eine Besprechung stattgefunden zwischen dem Angeklagten Rosenberg und Vertretern von Ministerien über Maßnahmen bei einer möglichen Besetzung von Gebieten der Sowjetunion. Es ergibt sich dies aus dem Dokument 1039 PS, USA Exhibit 146.
nämlich den Bericht Rosenbergs über diese Verhandlungen, in dem es heißt, dass Verhandlungen stattgefunden haben mit Reichsminister Frick, in Klammern dahinter Staatssekretär Stuckart. Diese Einklammerung besagt, dass das Reichsministerium des Innern bei diesen Verhandlungen vertreten war durch den Staatssekretär Stuckart, also Frick persönlich an den Verhandlungen nicht teilgenommen hat. Da die Verhandlungen nur wenige Tage vor dem Beginn des Krieges im Osten stattfanden, ist durch das Dokument nicht erwiesen, dass Frick selbst von den Verhandlungen noch vor dem Beginn des Krieges Kenntnis erhalten hat, der sodann ja von Hitler, wie allgemein bekannt ist, proklamiert wurde als eine notwendige Maßnahme der Verteidigung gegen einen unmittelbar bevorstehenden Angriff der Sowjetunion. Ja. Kann ich weiter? Wie sehr Hitler seine wirklichen Angriffsabsichten geheim hielt und überhaupt das wahre Ziel aller seiner politischen Maßnahmen, den Krieg, zu verdecken verstand, durch Jahre hindurch, mit tausend überzeugenden Gründen, mit denen er die Einzelmaßnahmen seiner Angriffspolitik rechtfertigte, ist durch zahlreiche Beweise in diesem Prozess geklärt worden. Es gab einen sehr engen Kreis von Mitarbeitern, die Hitler über seine Kriegspläne unterrichtete. Aber dieser Kreis war nicht ausgewählt nach der Stellung des Betreffenden im Kabinett oder nach seiner Position in der Parteihierarchie, sondern ausschließlich unter dem Gesichtspunkt, ob der Betreffende mit Rücksicht auf seine eigenen Arbeiten im Rahmen der Vorbereitung des Krieges den aggressiven Charakter der allgemeinen Politik Hitlers kennen musste oder sogar seine detaillierten Angriffspläne. Das Dokument 386 PS, USA Exhibit 25, ergibt, mit welcher Konsequenz das Prinzip der Geheimhaltung gewahrt worden ist, selbst gegenüber älteren Mitgliedern der Partei und den Verwaltern wichtiger Ressorts im Reichskabinett. Wer, wie der Minister des Innern, im Rahmen der Kriegsvorbereitung nur Maßnahmen durchzuführen hatte, die als Aufgaben einer reinen Defensive die gleichen sein konnten, wurde in Beachtung des hitlerischen Prinzips über seine Angriffsabsichten nicht unterrichtet. Aus diesem Grunde ist die Anwesenheit des Angeklagten Frick auch bei keiner einzigen dieser geheimen Konferenzen verzeichnet, in denen Hitler seine außenpolitischen Pläne und seine Kriegsziele einem Kreise ausgewählter Männer bekannt gab. Insbesondere die Ausschaltung des Reichskabinetts als Gremium für die Bekanntgabe solcher Pläne hat Hitler in dem erwähnten Dokument 386 PS ausdrücklich betont und begründet. In einer anderen Niederschrift über eine ähnliche Konferenz, Dokument L79, USA Exhibit Nummer 27, ist der weitere Grundsatz niedergelegt, dass niemand etwas von den Kriegsplänen erfahren darf, der nicht für seine Arbeiten direkt diese Pläne kennen muss. Nicht nur bei den Besprechungen Hitlers über seine Angriffspolitik, die vor Beginn des Krieges stattfanden, fehlt der Name Frick auf der Liste der Anwesenden. Das gleiche gilt auch bei den zahlreichen Konferenzen über die weiteren Kriegsziele und Angriffsabsichten Hitlers, die während des Krieges abgehalten wurden. Auch über die späteren Angriffe ist Frick vorher nicht unterrichtet oder in die Bearbeitung eingeschaltet worden, wie sie aus den Vorträgen Hitlers über seine Pläne und den jeweiligen Listen der Anwesenden ergibt, die zum Teil hier vorgelegt worden sind. Frick, ein reiner Fachmann der inneren Verwaltung, der für militärische und außenpolitische Fragen nicht als kompetent galt, war gut genug für die Einrichtung der zivilen Verwaltung, für den Fall irgendeines möglichen Krieges. Ihn gingen aber nach der Auffassung Hitlers seine außenpolitische und seine militärischen Pläne nichts an. Die Anklage behauptet jedoch weiter, dass nach der Eroberung fremder Gebiete und nach ihrer Besetzung der Angeklagte Frick die Verwaltungspolitik in diesen Gebieten bestimmt habe und für diese verantwortlich sei. Und die Anklage wertet diese Tätigkeit des Angeklagten gemäß Artikel 6, Buchstaben A des Statuts als Beteiligung an der Durchführung von Angriffskriegen. Nach den Darlegungen der Anklage soll Frick über die besetzten Gebiete ein Overall Control ausgeübt haben, insbesondere in seiner Eigenschaft als Chef der Zentralstelle für die besetzten Gebiete. Aufgrund der gleichen Funktion soll er verantwortlich sein für alle Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in den besetzten und eingegliederten Gebieten vor und während des Krieges begangen worden sind, bis zu seiner Abberufung als Reichsminister des Innern am 20. August 1943.
Es ist eine Frage der Rechtsauslegung, ob die Betätigung in der Verwaltung von besetzten Gebieten gemäß Artikel 6 Buchstaben A des Statuts zu werten ist als Durchführung von Angriffskriegen oder ob eine Strafbarkeit nur in Betracht kommt unter dem Gesichtspunkt von Verbrechen gegen das Kriegsrecht oder gegen die Humanität. Für die Entscheidung dieser Frage scheint mir wesentlich, dass es nicht zu den Aufgaben der Beamten einer zivilen Verwaltung gehört, nachdem die Kriegshandlungen abgeschlossen sind, zu prüfen, ob eine rechtmäßige oder eine unrechtmäßige Besetzung vorliegt nach den Normen des Völkerrechts. Eine solche Prüfungspflicht würde für das Ressort der zivilen Verwaltung, auch für den Verwaltungschef, eine Überspannung bedeuten, dessen Tätigkeit nicht als rechtswidrig bezeichnet werden kann mit der Begründung, dass das von ihm verwaltete Gebiet vor kurzer oder sogar vor langer Zeit entgegen den Bestimmungen des Völkerrechts annektiert worden sei. Eine solche Prüfungspflicht gibt es nicht in der Praxis der zivilen Verwaltung. Das Statut zwingt auch nicht zu einer derartigen Auslegung, da unter einer Durchführung von Angriffskriegen bei ungezwungener Auslegung die Kriegshandlungen selbst zu verstehen sind, nicht aber die spätere zivile Verwaltung eroberter Gebiete. Durch eine solche Auslegung würde nicht unmöglich gemacht werden, die Bestrafung von Verbrechen, die sich in der Verwaltung der besetzten Gebiete ereignet haben. Diese Verbrechen unterliegen als Verbrechen gegen die Humanität oder gegen das Kriegsrecht ohnehin einer Bestrafung nach dem Statut. Es ist nun anschließend zu erörtern, für welche Gebiete im Einzelnen der Angeklagte Frick eine Verantwortlichkeit trägt. Es sind dies zunächst die Gebiete, die staatsrechtlich eingegliedert worden sind in den Staatsverband des Deutschen Reiches und die deshalb eingegliederte Gebiete genannt wurden. Diese Gebiete kamen mit der staatsrechtlichen Einordnung in das Reich unter dessen Verwaltung, aber auch nur insoweit unter die Autorität des Reichsministeriums des Innern, sodass für die innere Verwaltung dieser Gebiete der Angeklagte Frick bis zum 20. August 1943 die staatsrechtliche Verantwortung eines Ministers trägt. Im Osten handelt es sich dabei im Wesentlichen um die Gebiete Westpreußen, Posen, Danzig, also die sogenannten eingegliederten Ostgebiete, die bis zum Versailler Vertrag zum Staatsverband des Deutschen Reiches gehört hatten. Im Osten erfuhr die gleiche staatsrechtliche Behandlung das Gebiet von Memel, im Westen das Gebiet von Eupen-Malmedy und im Südosten das Sudetenland. Ferner wurde in den Staatsverband des Deutschen Reiches aufgenommen das Land Österreich. Für alle diese Gebiete ist Frick beteiligt an den Gesetzes- und Verwaltungsmaßnahmen, durch die die Eingliederung herbeigeführt wurde. Er trägt für die innere Verwaltung dieser Gebiete die übliche Verantwortung eines Innenministers bis zu seiner Verabschiedung im August 1943. Für das Gebiet von Böhmen und Mähren bestand dagegen eine eigene Protektoratsregierung, die in dem Erlass über die Errichtung des Protektorates Dokument 2119 PS als autonom bezeichnet ist und entsprechend auch durch das Reichsministerium des Innern nicht kontrolliert wurde. In ähnlicher Weise bestand eine vom Reichsministerium des Innern nicht abhängige Verwaltung in den polnischen Gebieten, die unter der Bezeichnung Generalgouvernement zusammengefasst und einem Generalgouverneur unterstellt worden sind. Im Gegensatz zu den sogenannten eingegliederten Ostgebieten hatte das Reichsministerium des Innern keinerlei Weisungsrecht oder Verwaltungsbefugnisse für das Generalgouvernement. Dokument 3079 PS, das den Erlass Hitlers enthält über die Verwaltung der besetzten polnischen Gebiete. Dasselbe ergibt sich aus zahlreichen anderen Dokumenten, unter anderem dem Dokument USSR 223, dem Tagebuch von Frank, in dem dieser erklärt, dass in seinem Gebiet keinerlei Reichszentralen hineinzuregieren befugt sei. Das Gleiche gilt für alle anderen besetzten Gebiete, für die unter irgendeiner Rechtsform eine besondere Verwaltung bestellt worden ist. Diese eigenen Verwaltungen waren jeweils nicht abhängig von den entsprechenden Ressortministerien im Reich, sondern sie unterstanden dem jeweiligen Verwaltungschef des betreffenden Gebietes, der seinerseits direkt Hitler untergeordnet war. Dies gilt für die besetzten sowjetrussischen Gebiete, deren Verwaltung im Ganzen einem Reichsminister für die besetzten Ostgebiete unterstand. Das Gleiche trifft zu für Norwegen, für das ein Reichskommissar bestellt war. Für die Niederlande war in ähnlicher Weise ein Reichskommissar bestellt, der ebenfalls vom Reichsministerium des Innern unabhängig und Hitler direkt unterstellt war. In Luxemburg
dem Elsass und in Lothringen gab es ebenfalls vom Reichsministerium des Innern nicht abhängige Chefs der Zivilverwaltungen, während in Belgien und Nordfrankreich eine Militärverwaltung bestand, die ebenfalls vom Reichsministerium des Innern nicht abhängig war. In gleicher Weise waren die Verwaltungschefs der Gebiete, die im Südosten Europas besetzt waren, vom Reichsministerium des Innern absolut unabhängig. Für einen Teil der besetzten Gebiete findet sich nun in dem jeweiligen Dekret über die Schaffung einer eigenen zivilen Verwaltung die Bestimmung, dass der Reichsminister des Innern zur Zentralstelle bestimmt werde. Und aus dieser Formulierung hat die Anklage eine Verantwortlichkeit des Angeklagten Frick hergeleitet für die Verwaltung aller besetzten Gebiete, wie in der Anklageschrift ausgeführt ist. Die tatsächlichen Aufgaben der Zentralstelle ergeben sich aus der Verordnung über die Errichtung einer Zentralstelle für Norwegen, Dokument 3082 PS oder Nummer 24 im Dokumentenbuch Frick. Eine weitere Erläuterung der Aufgaben hat der Zeuge Dr. Lammers gegeben. Damals hatte die Zentralstelle in erster Linie die Aufgabe, den Chef der Zivilverwaltung in den besetzten Gebieten auf eine entsprechende Anforderung hin Personal zur Verfügung zu stellen. Wenn also für irgendein Gebiet ein ziviler Beamter benötigt wurde, wandte sich die Verwaltung des betreffenden Gebietes an die Zentralstelle im Reichsministerium des Innern, die dann irgendeinen Beamten aus dem Reich dem Chef der Zivilverwaltung zur Verfügung stellte. Dazu war das Reichsministerium des Innern besonders geeignet, da es über zahlreiche Beamte der inneren Verwaltung in Deutschland verfügte. Aber die Abgabe eines Beamten aus dem eigenen Ressort an eine andere Dienststelle, die von diesem Zeitpunkt an allein den Beamten mit ihren Weisungen versieht, begründet nicht eine Verantwortlichkeit für die weitere Tätigkeit dieses Beamten in seinem neuen Ressort, dem das Reichsministerium des Innern keinerlei Weisungen geben konnte. Ein Beispiel. Wenn der Justizminister einen seiner Beamten dem Außenminister überlässt, so trägt für die weitere Tätigkeit dieses Beamten natürlich nur der Außenminister die Verantwortung. Diese Tätigkeit der Zentralstelle rechtfertigt also nicht die Annahme einer Verantwortlichkeit für die Verwaltung der besetzten Gebiete durch Frick. Die Anforderung von Beamten für die besetzten Gebiete war im Reichsministerium des Innern zusammengefasst. Und das ist, wie die Vernehmung des Zeugen Lammers ergeben hat, die, ich zitiere aus dem oben genannten Dokument 3082 PS, die einheitliche, auf die Bedürfnisse Norwegens abzustimmende Zusammenarbeit der obersten Reichsbehörden untereinander und mit dem Reichskommissar. Ende des Zitates. Entsprechend hat auch die Beweisaufnahme der Angeklagten Rosenberg, Frank, Seis, Inquart, die als Chefs von Zivilverwaltungen in besetzten Gebieten fungiert haben, in keinem Falle eine irgendwie geartete Zusammenarbeit mit dem Angeklagten Frick ergeben, in seiner Eigenschaft als Reichsminister des Innern oder als Leiter der Zentralstelle in diesem Ministerium. Nun hat die Anklage auf mehrere Dokumente verwiesen, um zu beweisen, dass der Angeklagte Frick eine umfassende Kontrolle ausgeübt habe über alle besetzten Gebiete. Aus den Dokumenten ergibt sich jedoch tatsächlich keine weitergehende Verwaltungstätigkeit, als ich sie soeben dargelegt habe. Das Dokument 3304 PS beweist eine Verwaltungstätigkeit für die eingegliederten Ostgebiete. Das deckt sich mit meinem Sachvortrag, dass die eingegliederten Ostgebiete in ihrer inneren Verwaltung dem Reichsministerium des Innern unterstellt waren, aufgrund ihrer staatsrechtlichen Eingliederung in den Staatsverband des Deutschen Reiches. Dieses Dokument bezieht sich aber nicht auf die Verwaltung der besetzten Ostgebiete, also des Generalgouvernements oder der besetzten sowjetrussischen Gebiete. Das weiter vorgelegte Dokument 1039 PS, USA Exhibit 146, beweist die Abgabe von Verwaltungsbeamten aus dem Ressort des Reichsministeriums des Innern an den Reichsminister für die besetzten Ostgebiete, also die typische Aufgabe der Zentralstelle, auf die ich bereits eingegangen bin. Weiter hat die Anklage Urkunden vorgelegt, aus denen sich ergibt, dass das Reichsministerium des Innern mitgewirkt hat bei der Verleihung der Staatsangehörigkeit an sogenannte Volksdeutsche. Auch dieser Umstand beweist aber nicht eine Verwaltungsbefugnis des Angeklagten Frick für die besetzten Gebiete, sondern wiederum eine typische Tätigkeit eines Innenministers, dessen Ressort zuständig ist, generell für die Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, auch wenn diese sich auf Personen bezieht, die außerhalb des Reichsgebietes leben. Auch aus dieser Tätigkeit des Innenministers lässt sich also nicht beweisen, eine umfassende Verwaltungspolitik
und generelle Verantwortung des Angeklagten Frick für die Verwaltung der besetzten Gebiete. Frick hatte insbesondere in den besetzten Gebieten, die nicht in das Reichsgebiet eingegliedert waren, keinerlei Befugnisse oder Zuständigkeit im Aufgabenkreise der Polizei. Für die besetzten Gebiete sind die polizeilichen Aufgaben von Hitler direkt auf Himmler übertragen worden. Vergleiche das Dokument 1997 PS, USA Exhibit 319, den Erlass Hitlers über die polizeiliche Sicherung der Ostgebiete, die unmittelbar auf Himmler übertragen wurde. Das gleiche ergibt sich aus dem Dokument 447 PS, USA Exhibit 315, einer Weisung des OKW vom 13.03.41, in der es heißt, dass der Reichsführer SS in den besetzten Ostgebieten Sonderaufgaben erhält, hinsichtlich deren Ausführung er selbstständig handelt und in eigener Verantwortung. Nicht anders steht es auch mit den polizeilichen Aufgaben in den anderen besetzten Gebieten, die jeweils entweder dem Reichsführer SS Himmler übertragen waren oder SS und Polizeiführern, die disziplinär wiederum nur Himmler unterstanden, in manchen Fällen aber sachlich eingeordnet waren, in den Dienstbereich des in Frage kommenden Chefs der Zivilverwaltung, zum Beispiel des Generalgouverneurs in Polen, vergleiche den im Dokumentenbuch Frick unter Nummer 25 aufgenommenen Auszug aus dem Tagebuch Franks, auch USSR 223. In keinem Falle unterstanden also die polizeilichen Aufgaben in den besetzten Gebieten dem Angeklagten Frick. Für Verbrechen gegen das Kriegsrecht und gegen die Humanität in den besetzten Gebieten ist deshalb eine Verantwortlichkeit des Angeklagten Frick nicht gegeben, da er in diesen Gebieten Verbrechen weder befehlen noch verhindern konnte. Für das Gebiet des Deutschen Reiches habe ich nun einzugehen auf die von der Anklage behauptete Verantwortlichkeit des Angeklagten Frick für alle Maßnahmen der Polizei, einschließlich der Gestapo, sowie der Einrichtung und Verwaltung der Konzentrationslager. Ich darf zunächst auf die Dokumente meines Beweisvortrages Bezug nehmen, aus denen sich ergibt, dass die Polizei, einschließlich der politischen Polizei, im Jahre 1933 noch eine Angelegenheit der einzelnen Länder innerhalb des Reiches war, also Preußens, Bayerns und so weiter. Entsprechend sind in Preußen die geheime Staatspolizei und die Konzentrationslager durch Göring eingerichtet und verwaltet worden, in seiner Eigenschaft als preußischer Minister des Innern. Die Aufgaben der politischen Polizei gingen sodann durch ein preußisches Gesetz vom 30.11.33 auf das Amt des preußischen Ministerpräsidenten über, das ebenfalls von Göring verwaltet wurde, sodass Frick bei der Vereinigung der Ämter des Reichs- und preußischen Innenministers im Frühjahr 1934 die Aufgaben der politischen Polizei in Preußen nicht übernahm, diese vielmehr bei Göring als Ministerpräsidenten verblieben. Eine ähnliche Regelung bestand in den anderen Ländern, in denen nach und nach Himmler zum speziellen Beauftragten für die politische Polizei bestellt wurde. Der Reichsminister des Innern hatte während dieser Zeit nur das Recht der sogenannten Reichsaufsicht über die Länder, von dem Frick Gebrauch gemacht hat, durch den Erlass von allgemeinen Weisungen und Rechtsverordnungen. Und hier war der einzige Punkt, an dem Frick als Minister des Reiches einen Einfluss ausüben konnte auf die Angelegenheiten der politischen Polizei und der Konzentrationslager. Frick hat diese Möglichkeit benutzt, um im Sinne seiner durch den Zeugen Gisevius bestätigten Grundhaltung Willkürmaßnahmen der politischen Polizei zu verhindern und abzustellen, soweit dies unter den damaligen Verhältnissen in seinen Kräften stand. Er hat versucht, durch den Erlass von Rechts- und Verfahrensbestimmungen die willkürliche Praxis der politischen Polizei der Länder einzuengen. Ich verweise auf das Dokument 779 PS, das ich als Frick Exhibit Nummer 6 vorgelegt habe. Es handelt sich dabei um einen Erlass vom 12.04.34, der entsprechende einengende Bestimmungen enthält, unter der bezeichnenden Präambel, ich zitiere, um den bei der Verhängung der Schutzhaft aufgetretenen Missbräuchen abzuhelfen. Ende des Zitats. Es folgen dann Anweisungen an die Regierungen der Länder, die die Anordnung der Schutzhaft in zahlreichen Fällen verbieten, in denen sie bisher missbräuchlich von der Gestapo angeordnet worden war. In diesem Kampf Fricks gegen Willkürmaßnahmen der politischen Polizei der Länder hatte diese allerdings den längeren Atem, da sie unter der Leitung von Göring und Himmler stand, denen der Bürokrat Frick, wie Hitler ihn verächtlich nannte, an Einfluss in Partei und Staat nicht annähernd gleichkam. Die politische Polizei der Länder hat deshalb vielfach in der Praxis die Rechtsverordnungen Fricks nicht beachtet.
Aber Frick hat dem nicht tatenlos zugesehen. Solange er glauben konnte, durch seine Intervention die wilde Praxis der politischen Polizei der Länder in geordnete und von Rechtsvorschriften geleitete Bahnen zu lenken. Ich verweise auf das Dokument 775 PS, Frick Exhibit Nummer 9, ein Memorandum Fricks an Hitler, das klar und deutlich die Dinge bei ihrem Namen nennt, von Rechtsunsicherheit, Unruhe und Verbitterung spricht und Einzelfälle einer missbräuchlichen Handhabung des Rechts der Schutzhaft durch die politische Polizei der Länder scharf rügt. Ich schalte hier ein. Das gleiche Dokument beweist auch, dass der Angeklagte sich im Kirchenkampf eindeutig auf die Seite der Kirche gestellt hat, wie dies außerdem durch das Dokument Neurath Exhibit Nummer 1 bestätigt ist. Ich fahre dann im Text fort. Der Zeuge Gisevius hat in seiner Aussage auf ein weiteres Memorandum hingewiesen, das er selbst für Frick entworfen hat, als einen weiteren Versuch, durch eine scharfe Kritik und durch Vorschläge einer Rechtskontrolle der willkürlichen Praxis der politischen Polizei der Länder Einhalt zu gebieten. Alle diese Versuche haben keinen Erfolg gehabt, weil der politische Einfluss Fricks zu gering war und er sich gegenüber Göring und Himmler nicht durchsetzen konnte. Und, was Frick selbst damals noch nicht erkennen konnte, weil die Praxis von Göring und Himmler wesentlich dem entsprach, was Hitler in Wirklichkeit selbst wollte. Die von der Anklage vorgelegten Dokumente zeigen also, in Verbindung mit den von der Verteidigung angebotenen Beweismitteln, dass Frick auf dem Gebiet der politischen Polizei und der Anordnung der Schutzhaft eine gewisse Zuständigkeit hatte, zu einer Zeit, als die Polizei noch zu den Aufgaben der Einzelstaaten gehörte. Diese Beweismittel zeigen auch, dass die Zuständigkeit Fricks während dieser Zeit nur eine sehr beschränkte war, und sie zeigen weiter, dass Frick im Rahmen seiner Zuständigkeit ausschließlich tätig geworden ist, um gegen Terror und Willkür der Gestapo einzuschreiten, durch allgemeine Weisungen und durch mehrfache Beschwerden in Einzelfällen, sodass nicht der Schluss gerechtfertigt ist, dass Frick sich an den Terror- und Gewaltmaßnahmen der Gestapo in irgendeiner Weise positiv beteiligt hat. In einem späteren Zeitpunkt hat sich die rechtliche Situation geändert. Durch den Erlass Hitlers vom 17.06.36, Dokument 2073 PS, im Dokumentenbuch Frick Nummer 35, wurden die Aufgaben der Polizei für das gesamte Reichsgebiet zusammengefasst und einheitlich an Himmler übertragen, dessen Behörde formell eingegliedert wurde in das Reichsministerium des Innern, unter der Bezeichnung Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei im Reichsministerium des Innern. Die Frage ist nun, ob der Angeklagte Frick in seiner Eigenschaft als Reichsminister des Innern durch diese Neuregelung irgendeine Befehlsgewalt oder ein praktisch durchsetzbares Weisungsrecht erhalten hat über die politische Polizei, ihre Ämter und ihre Beamten. Als Himmler auf seinen eigenen Wunsch, den er aufgrund seines Einflusses bei Hitler durchsetzen konnte, zum Polizeichef für das ganze Reich ernannt wurde, gab es in Deutschland kein eigenes Polizei- oder Sicherheitsministerium. Darauf ist es zurückzuführen, dass die einheitliche Leitung der Polizei in der Person Himmlers formell in das Reichsministerium des Innern eingegliedert wurde. Himmler sollte aber mehr sein als ein Abteilungsleiter im Innenministerium. Für ihn und seine Zwecke wurde deshalb eine für das deutsche Verwaltungsrecht völlig neuartige Position geschaffen. Das gesamte Aufgabengebiet der Polizei wurde von den übrigen Sachgebieten des Innenministeriums abgetrennt und Himmler gesondert unterstellt unter einer neu geschaffenen Amtsbezeichnung, die als eine staatliche Dienststelle die Worte Reichsführer SS enthielt, also Himmler die Möglichkeit gab, staatlich-polizeiliche Aufgaben unter einer Amtsbezeichnung durchzuführen, die ihn als Reichsführer der SS und damit als eine oberste Parteidienststelle kennzeichnete und in dieser Eigenschaft unabhängig erscheinen ließ von irgendwelchen Anweisungen eines staatlichen Ministers. Um auch in der beamtenmäßigen Einordnung die Unabhängigkeit seines Amtes noch besonders zu betonen, erhielt Himmler weiter von Anfang an das Recht, wie ein Reichsminister die Angelegenheiten der Polizei im Kabinett selbstständig und in eigener Verantwortung zu vertreten, wie sich dieser aus dem Erlass über seine Ernennung 2073 PS ergibt. Dieser Erlass
ist geradezu ein Musterbeispiel einer Überschneidung von Kompetenzen, die Hitler in seinem Regierungssystem so bevorzugte. Himmler war in das Innenministerium eingegliedert und als Beamter des Innenministeriums formell gebunden an Weisungen des Ministers. Aber er war auch selbstständiger Polizeichef mit dem Recht, im Kabinett in eigener Verantwortung die Angelegenheiten der Polizei zu vertreten und also dort Frick auszuschalten. Außerdem konnte er seine Anordnungen gleichzeitig mit der Autorität eines Reichsführers SS versehen, in die ihm Frick überhaupt nicht hineinzureden befugt war. Bei der tatsächlichen Auswirkung dieser verwickelten Regelung kam der überragende Einfluss Himmlers auf Hitler noch verstärkend hinzu. Frick hat wiederholt noch versucht, gemäß seiner Überzeugung zur Sicherung eines geordneten Staatsapparates sich einzuschalten, durch allgemeine Weisungen, durch die Willkürakte der politischen Polizei verhindert werden sollen. Noch durch einen Erlass vom 25. Januar 1938 hat er versucht, die Zulässigkeit der Schutzhaft einzuschränken und er hat sie verboten für eine Reihe von Fällen einer missbräuchlichen Anwendung. Ich verweise auf das Dokument 1723 PS USA Exhibit Nummer 206, von dem sich ein Auszug im Dokumentenbuch Frick findet unter Nummer 36. Frick verbot darin die Schutzhaft als Ersatz oder neben einer gerichtlichen Bestrafung. Verbot ferner ihre Anordnung durch mittlere oder untere Instanzen der Polizei. Er ordnete die obligatorische, vorherige Anhörung des Beschuldigten an. Er verfügte eine regelmäßige Überprüfung der Fortdauer der Haftgründe und verbot grundsätzlich die Anordnung der Haft gegen Ausländer, gegen die die Polizei bei staatsgefährdendem Verhalten nur das Recht einer Ausweisung aus dem Reichsgebiet haben sollte. Die Einwendung liegt nahe, dass die Praxis der Gestapo sich um alle diese Weisungen Fricks nicht gekümmert hat und Himmler und seine Unterführer eine absolute Herrschrechte hatten. Das ist zutreffend und durch den Zeugen Gisevius in Einzelheiten bestätigt. Aber es kommt mir für die Verteidigung Fricks auf etwas anderes an. Und versucht hat, was in seinen Kräften stand, um derartigen Willkürakten entgegenzutreten. Schließlich verbot Hitler ihm aber auch dies. Er ließ ihm durch Lammers mitteilen, wie dieser als Zeuge bestätigt hat, dass er sich um die Angelegenheiten der Polizei nicht kümmern solle, das mache Himmler besser allein, die Polizei sei bei Himmler gut aufgehoben. So hat Himmler am Ende die Polizei vollständig in der Hand gehabt und er hat dies auch äußerlich dadurch zum Ausdruck gebracht, dass er mit Einverständnis Hitlers nach einiger Zeit den Zusatz im Reichsministerium des Innern in seiner Dienstbezeichnung nicht mehr geführt hat, sondern sich nur noch Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei nannte, wie sich dies ebenfalls aus der Aussage des Zeugen Lammers ergibt. Ich glaube, dass bei dieser Sachlage das Problem einer strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Angeklagten Frick für die politische Polizei und deren Maßnahmen der Willkür nicht entschieden ist mit der Tatsache, dass die gesamte Polizei seit dem Jahr 1936 formell eingegliedert war in das Reichsministerium des Innern, da erwiesen ist, dass Frick selbst sich an Akten der Willkür nicht beteiligt hat, er im Gegenteil immer wieder versucht hat, gegen eine solche Praxis der Willkür einzuschreiten mit seinen Kräften, die jedoch der Persönlichkeit und dem Einfluss Himmlers bei Hitler in keiner Weise gewachsen war. Für eine gerechte Beurteilung bitte ich, es auf die tatsächlichen Befehls- und Machtverhältnisse abzustellen und nicht auf das rein äußerliche Indiz einer formellen Eingliederung der fachlichen Aufgaben in das Reichsministerium des Innern. Ich schalte so dann einen Absatz ein. Die Anklage hat in ihrem Vortrag vom 3. Juli 1946 noch das Dokument D181 als GB528 vorgelegt und dazu erklärt, dass dieses Dokument beweise, dass die politische Polizei nicht nur formell in das Innenministerium eingegliedert gewesen sei, sondern dass Frick die tatsächliche Verantwortung trage für die Maßnahmen der politischen Polizei. Tatsächlich ergibt das Dokument jedoch nur, dass Frick als Innenminister eingeschaltet war in das Verfahren bei der Sterilisierung von sogenannten Erbkranken.
Das Dokument hat mit irgendwelchen Maßnahmen der Polizei nichts zu tun und erst recht nicht mit Maßnahmen der politischen Polizei. Es gibt auch keinerlei Aufschluss über die Position Himmlers im Innenministerium. Ich fahre denn in meinem Entwurf fort. In diesem Zusammenhang habe ich noch kurz einzugehen auf den Hinweis der Anklage, dass der Erlass Hitlers über die Einsetzung Himmlers zum Chef der deutschen Polizei das Dokument 2073 PS von Frick selbst mit unterzeichnet ist. Ich glaube, dass das Verhältnis zwischen Frick und Himmler und die unterschiedlichen Beziehungen beider zu Hitler genügend geklärt sind, um den Schluss zu rechtfertigen, dass die Einsetzung Himmlers allein einer Abmachung entsprach zwischen Hitler und Himmler, gegen die ein Widerspruch Fricks aussichtslos war. Es handelt sich um das gleiche Problem, das so viele Angeklagte betrifft, nämlich das der formellen Mitzeichnung eines Befehles, der von Hitler angeordnet war und vom Chef eines Ressorts formell mit unterzeichnet wurde, obwohl der Ressortchef auf den Befehl keinen Einfluss hatte und ihn auch nicht hätte verhindern können, zumal der Befehl ohne Mitzeichnung des Ministers als Führererlass staatsrechtlich vollwirksam gewesen wäre. Ich habe nun einzugehen auf einige Dokumente, die die Anklage als eine aktive Tätigkeit des Angeklagten Frick gewertet hat im Aufgabengebiet der politischen Polizei. Das Dokument 3304 PS, auf das die Anklage in diesem Zusammenhang hingewiesen hat, habe ich schon behandelt. Es betrifft eine Verordnung über die Zuweisung eines höheren Polizeiführers an den Reichsstatthalter in den Ostgebieten, die dem Staatsverband des Deutschen Reiches eingegliedert waren. Es behandelt also den verwaltungsmäßigen Aufbau der Behörde des Reichsstatthalters in einem Teil des Reiches. Die genannte Verordnung fällt deshalb in den Rahmen der allgemeinen Zuständigkeit des Innenministers und beweist insofern nicht eine speziell polizeiliche Tätigkeit. Mit irgendwelchen Willkürakten der Gestapo hat diese Verordnung außerdem nichts zu tun. Auf der gleichen Linie liegt der Erlass vom 20.09.36, Dokument 2245 PS, über die Einsetzung von Polizeireferenten bei den preußischen Provinzialverwaltungen, die ebenfalls als Behörden der Inneren Allgemeinen Reichsverwaltung dem Reichsministerium des Innern unterstanden. Die Zuweisung eines Polizeireferenten zur Behörde der allgemeinen Verwaltung in der Provinz ist eine Maßnahme der Inneren Reichsverwaltung. Auch diese Maßnahme hatte mit Willkürakten der Gestapo keinen Zusammenhang und sie beweist insbesondere auch nicht die Ausführung irgendwelcher Weisungen des Angeklagten an die Gestapo. Nicht anders verhält es sich mit den Dokumenten, die die Anklage gewertet hat als eine Beteiligung des Angeklagten an der Errichtung und Verwaltung der Konzentrationslager oder als eine Billigung der Methoden des Terrors durch die Gestapo. Im Vortrag vom 22. November 1945 hat die Anklage auf das Dokument 2533 PS Bezug genommen, als Beweis für eine Billigung dieser Einrichtung durch den Angeklagten Frick. Ich brauche auf den Inhalt des Dokumentes nicht näher einzugehen. Es handelt sich nämlich um einen Aufsatz des Angeklagten Frank in der Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht, als dessen Urheber irrtümlich Frick von der Anklage genannt ist. Ein anderes Dokument hat nicht genügenden Beweiswert, dass es für ein gerichtliches Urteil nach Auffassung der Verteidigung verwertet werden könnte. Ich meine das Dokument 2513 PS, USA Exhibit Nummer 235, das einen Auszug aus einer Rede enthält, die Frick im Jahr 1927 gehalten haben soll. Aber der Auszug aus dieser Rede ist entnommen aus einer sozialdemokratischen Provinzzeitung, einer kleinen und für Frick gegnerischen Zeitung, deren Berichterstatter also kein authentisches Exemplar der Rede zur Verfügung hatte. Und wir wissen alle, welche Irrtümer und Missverständnisse sich vielfach in solchen Kurzberichten finden, deren Fassung vom Redner nicht überprüft werden kann. Eine verlässliche Quelle ist dieses Dokument also nicht, nach welchem Frick gesagt haben soll, dass die Geschichte nicht nur mit dem Stimmzettel, sondern mit Blut und Eisen geschrieben werde. Die Anklage bezieht sich ferner auf Verhandlungen über eine Enteignung von Land zur Erweiterung des Geländes des Konzentrationslagers Auschwitz. Für Enteignungen ist die allgemeine innere Verwaltung ressortmäßig zuständig. Und aus diesem Grunde ist zu den Verhandlungen
ein Beamter aus dem Innenministerium zugezogen worden, der jedoch erklärt hat, Blatt 2 der englischen Übersetzung des Dokumentes, dass er nicht befugt sei, über das Eigentum an den Grundstücken zu verfügen. Auch aus diesem Dokument lässt sich also nicht irgendeine politisch-polizeiliche Tätigkeit des Angeklagten oder eine Billigung der Praxis der Konzentrationslager entnehmen. Die Anklage hat in diesem Zusammenhang schließlich darauf hingewiesen, dass der Angeklagte Frick die Konzentrationslager Oranienburg und Dachau selbst besucht habe. Der Angeklagte bestreitet nicht den von den Zeugen Höss bekundeten Besuch in Oranienburg im Jahr 1938. In der damaligen Zeit war der äußere Rahmen der Lager allgemein noch der eines Truppenübungsplatzes, wie der Zeuge Höss selbst bestätigt hat. Von Morden, Misshandlungen und ähnlichen Verbrechen konnte ein offizieller Besucher eines Lagers damals jedenfalls nichts bemerken, sodass ein Besuch kein entscheidendes Argument ist für die Kenntnis von Verbrechen in Konzentrationslagern. Das Konzentrationslager Dachau dagegen hat Frick niemals besucht, entgegen der Aussage des Zeugen Blaha. Ich verweise ihn soweit auf die Aussage von Gil Huber, der als ständiger Begleiter Fricks von einem solchen Besuch wissen müsste, wenn er stattgefunden hätte. Ich darf auch noch darauf hinweisen, dass die beiden anderen ständigen Begleiter Fricks von mir ebenfalls als Zeugen angegeben waren, aber vom Gericht im Einverständnis mit der Anklage als unnötig angesehen wurden mit der Begründung, dass einer der Begleiter als Zeuge ausreichend sei. Zum Abschluss dieses Kapitels habe ich noch einzugehen auf einen Hinweis der Anklage, die Frick einmal als Chef des Reichssicherheitshauptamtes bezeichnet hat. Ich darf verweisen auf die Aussage des Zeugen Ohlendorf, der dem Gericht erklärt hat, dass das Reichssicherheitshauptamt eine Schöpfung Himmlers war, der in diesem Amt zusammenfasste seine staatlich-polizeilichen Aufgaben und seine Funktionen als Reichsführer SS, zu denen Frick keinerlei Beziehungen und erst recht keine Befehlsgewalt hatte. Der Chef dieses Amtes war also ganz allein Himmler selbst. Ich habe weiter einzugehen auf die Vorwürfe, die dem Angeklagten Frick gemacht werden, hinsichtlich der Verfolgung von Angehörigen der jüdischen Rasse. Frick hat mitgewirkt an gesetzlichen Maßnahmen, insbesondere den Nürnberger Gesetzen, und an Verwaltungsmaßnahmen, die er als Ausdruck einer nationalsozialistischen Rassenpolitik angesehen hat. Dagegen liegt kein Beweis dafür vor, dass Frick selbst teilgenommen oder gewusst hat von den Maßnahmen einer physischen Ausrottung, die Himmler und seine Organe durchgeführt haben, in direktem Auftrage Hitlers und absolut geheim gehalten vor jedem, der an diesen grauenhaften Vorgängen nicht selbst beteiligt war. Dem Angeklagten wird sodann aus seiner Tätigkeit als Innenminister zum Vorwurf gemacht, weiter eine Mitwirkung bei der Tötung von Kranken und Geisteskranken. Die grundlegende Weisung Hitlers ist enthalten in dem Dokument 630 PS, USA Exhibit 342. Dieses Dokument ergibt, dass Hitler eine entsprechende Anordnung nicht an irgendeine staatliche Dienststelle erteilt hat, sondern völlig außerhalb des staatlichen Befehlsapparates der Ministerien an zwei einzelne Personen, nämlich Buhler und Dr. Brandt. Auch hat Hitler selbst entgegen allen Regeln diesen Auftrag nicht seinerseits in staatlicher Funktion gezeichnet, als Führer und Reichskanzler, sondern er hat privates Briefpapier benutzt mit dem Kopf Adolf Hitler. Daraus ergibt sich, was auch der Zeuge Lammers bestätigt, dass diesen Maßnahmen nicht das Innenministerium oder eine sonstige staatliche Dienststelle beauftragt hat, sondern zwei seiner Parteigenossen, wie auch das Hoheitszeichen der Partei, die als einziges Zeichen auf diesem Briefbogen findet. Die von der Anklage vorgelegten Dokumente beweisen dagegen, dass Beschwerden erfolgt sind, die auch an das Innenministerium gelangten. Aber sie erbringen nicht den Beweis, dass Frick persönlich im Widerspruch zu dem Dokument 630 PS an den Maßnahmen für die Tötung beteiligt worden ist oder sie hätte verhindern können. Nach seiner Verabschiedung aus dem Innenministerium wurde Frick am 20. August 1943 zum Reichsprotektor in Böhmen und Mähren bestellt. Hier bekam er eine Aufgabe, die von vornherein eindeutig in ihrer Zuständigkeit begrenzt wurde. Ich verweise auf das Dokument 3443 PS, auch als USSR 60 und unter Nummer 29 im Dokumentenbuch Frick. Ferner das Dokument 1366 PS, von mir vorgelegt als Frick Exhibit Nummer 5a. Ich verweise ferner auf die Aussage des Zeugen Lammers,
Das Amt des Reichsprotektors war ursprünglich die einheitliche Vertretung der Reichsgewalt im Protektorat. In der tatsächlichen Handhabung gingen die Machtbefugnisse jedoch mehr und mehr auf den damaligen Staatssekretär des Reichsprotektors Frank über. Mit der Ernennung Fricks im August 1943 wurden nun auch formell die Regierungsbefugnisse durch einen Führererlass, der nicht veröffentlicht wurde, auf Frank übertragen, der von diesem Zeitpunkt an die Dienstbezeichnung erhielt, der deutsche Staatsminister in Böhmen und Mähren. Dem Reichsprotektor verblieb seitdem im Wesentlichen das Recht der Repräsentation und das Gnadenrecht, von dem eine missbräuchliche Ausnutzung durch Frick seitens der Anklage nicht behauptet oder nachgewiesen ist. Dagegen leitete Frank als deutscher Staatsminister nach dem erwähnten Führererlass seine Regierungsbefugnisse direkt von Hitler ab, von dem er unmittelbar ernannt war und von dem er ohne Zwischenschaltung Fricks seine Weisungen erhielt, auf die Frick keinerlei Einfluss auszuüben befugt war. Bei dieser Sachlage lässt sich eine Belastung des Angeklagten Frick aus dem Dokument 3589 PS USA Exhibit Nummer 720 nicht herleiten. Ich komme nur noch zu dem Vorwurf der Anklage, dass Frick für bestimmte Verbrechen verantwortlich sei durch seine Zugehörigkeit zu bestimmten Organisationen. Die Anklage hat als eine solche Organisation die SS angeführt, der Frick jedoch niemals angehört hat. Er ist also auch nicht, wie die Anklage behauptet hat, General der SS gewesen. Ich möchte annehmen, dass insoweit nur ein Irrtum der Anklage vorliegt. Irgendeinen Beweis hat die Anklage jedenfalls nicht erbracht. Ebenso ist Frick niemals Mitglied der SA gewesen, wie auch wohl irrtümlich die Tabelle über die Zugehörigkeit der Angeklagten zu einzelnen Organisationen es verzeichnet. Auch insoweit fehlt es an einem Beweis. Die Anklage hat ferner Frick als die oberste Spitze der Gestapo erklärt und ihn demgemäß als ein Mitglied dieser Organisation bezeichnet, mit dem Argument, dass die Gestapo seit der Ernennung Himmlers zum Chef der deutschen Polizei im Jahr 1936 formell dem Reichsministerium des Innern eingegliedert war. Aber die Gestapo hatte in der Person Himmlers ihren eigenen Chef, von dem allein sie Weisungen erhielt. Und die formelle Unterstellung der Person Himmlers unter den Innenminister macht diesen nicht zum Mitglied der von Himmler seinerseits allein befehligten Organisation. Dem Angeklagten Frick wird weiter in seiner Eigenschaft als Reichsleiter die Mitgliedschaft zum Chor der politischen Leiter zur Last gelegt. Der zum Verteidiger dieser Organisation bestellte Kollege wird seinerseits auf den Charakter dieser Organisation einzugehen haben. Für den Angeklagten Frick habe ich nur darauf hinzuweisen, dass er die formelle Position eines Reichsleiters hatte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Reichstagsfraktion der NSDAP. Da der Reichstag selbst seit dem Jahr 1933 keine politische Bedeutung mehr hatte, wie ich nicht näher darzulegen brauche, war auch diese Position Fricks praktisch ebenso bedeutungslos und nicht vergleichbar mit der Stellung von Reichsleitern, die wichtige politische Ressorts verwalteten. Schließlich war Frick als Reichsminister noch Mitglied der Reichsregierung. Auch hinsichtlich des Charakters und der Befugnisse dieser Organisation nehme ich in erster Linie Bezug auf die noch folgenden Ausführungen meines Kollegen, der zum Verteidiger dieser Organisation bestellt worden ist. Ich verweise hier lediglich auf die Aussagen von Lammers und Fisevius, ferner auf den Auszug aus dem Buch dieses Zeugen, den ich als Frick-Exhibit Nummer 13 eingereicht habe, zum Beweise für die Stellung und die Befugnisse, die das Reichskabinett gegenüber der diktatorischen Praxis Hitlers hatte. Nach alledem erscheint der Angeklagte Frick als eine Persönlichkeit, die sich gewiss politisch eingesetzt hat, um Hitler zur Macht zu bringen. Und die auch nach Erreichung dieses Zieles vorübergehend einen maßgeblichen Einfluss auf die Innenpolitik ausgeübt hat. Aber alle seine Maßnahmen hatten innerpolitische Ziele. Sie sollten nichts zu tun haben mit den außenpolitischen Zielen eines Angriffskrieges und erst recht nicht mit Verbrechen gegen die Humanität, begangen zur Förderung von Verbrechen gegen den Frieden oder gegen das Kriegsrecht. Und dieser Zusammenhang ist ja nach Artikel 6 des Statuts erforderlich für eine Aburteilung durch dieses Gericht, wie auch die Anklage selbst vorgetragen hat. Als Frick später erkannte, dass die Politik einen Weg ging, den er nicht mehr billigen konnte, hat er seinen ganzen Einfluss geltend zu machen versucht, um eine Änderung herbeizuführen. Mehr und mehr musste er dann aber sehen, dass er mit seinen Beschwerden und Vorstellungen bei Hitler kein Gehör fand. Im Gegenteil, er musste erkennen,
dass diese Beschwerden Hitlers Vertrauen zu ihm zerstörten, der lieber sich von Himmler und ihm gleichgesinnten Personen beraten ließ, sodass Frick schließlich seit dem Jahr 1937 nicht mehr von Hitler empfangen wurde, wenn er irgendwelche Beschwerden vorbringen wollte. Frick hat dann solche aussichtslosen Versuche aufgegeben, eine Änderung der Lage herbeizuführen, die auch einen Rücktritt nicht geändert hätte, den er nach den Ergebnissen der Beweisaufnahme wiederholt vergeblich angeboten hat. So liegt seine Tragik in der Verstrickung in ein System, dessen erste Schritte er begeistert mitgemacht und dessen Entwicklung er sich anders vorgestellt hat. Immerhin erscheint mir für die Beurteilung seiner Persönlichkeit und seines Handelns wichtig, dass auch diese monatelange Beweisaufnahme nicht den Beweis einer persönlichen Beteiligung des Angeklagten an irgendeinem Verbrechen erbracht hat. Nicht ohne Grund bezeichnet John Gunther in dem Buch Inside Europe, das ich als Beweismittel dem Gericht vorgelegt habe, gerade den Angeklagten Frick als the only honest Nazi. Gunther nennt ihn an der gleichen Stelle weiter, einen Bürokraten durch und durch. Hitler selbst hat ihn immer wieder den Paragraphenschuster genannt. Den Frick für ihn geradezu typisch nicht in irgendeiner Volksversammlung kennengelernt hat, sondern in seinem Amtszimmer im Jahr 1919 bei der Polizei in München. Dieser Mann empfand Begeisterung für die ihm selbst so fernliegende suggestive Kraft eines Hitler, der mit großen Worten appellierte an sein Gemüt, seine Ehre und seine Vaterlandsliebe. Hitler war es, der ihn stolz machte, mitwirken zu können an der Wiederaufrichtung einer deutschen Nation, die durch eine starke Wehrmacht in der Lage sein sollte, eine friedliche, aber doch aktive Rolle in der Weltpolitik zu spielen. Hitler war es aber auch, der es verstand, dem bürgerlichen Beamten Frick sein Programm hinzustellen als den einzigen Weg zur Abwendung einer bolschewistischen Herrschaft in Deutschland. Und was der scheinbaren Wahrheiten, Verdrehungen und Propagandakünste mehr waren, durch die so viele getäuscht wurden, die sich von der suggestiven Kraft eines Hitler haben mitreißen lassen und die nicht rechtzeitig erkannt haben, dass sie sich dem suggestiven Willen eines Verbrechers untergeordnet hatten, der bereit war, die Säule der Zivilisation zu stürzen für seine Ziele und der schließlich ganz Deutschland zurücklassen würde in einem ungeheuren geistigen und materiellen Trümmerfeld, zu dessen Überwindung auch dieser Prozess beitragen möge durch ein Urteil nach Recht und Gerechtigkeit.